Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme GTA Roleplay. Ja, heute ist der Tag, wie heißt es so schön, vor dem MD ist nach dem MD, ne? Beziehungsweise nach dem MD ist vor dem MD. Kann man sowohl als auch, glaube ich, sehen. Ja, wir starten jetzt rein wieder ins RP. Wir starten diesmal hier von dem Screen. Wollt nicht joinen und dann schon, und dann erst ja auch nochmal starten und dann mit der irgendeinen Kuddelmuddel haben. So. Oh. Ja, wir sind im MD. Wir haben Nachrichten. Oh, okay. Gut, es hat also keiner geschrieben, was ja grundsätzlich schon mal, ah ja, nicht schlecht ist. Genau. Jetzt würde ich sagen, wir rufen direkt das die MD-Hotline an. Und ja, lassen uns mal wen ranholen, ne? Würde ich sagen. So, Sound passt alles. Die Infoleitstelle des LSMD, wie kann ich helfen? Ja, Brent Deering hier, hallöchen. Ich bin hier auf dem Zimmer bei Ihnen hier im MD. Ich wäre jetzt soweit wach. Mhm. Alles klar. Dann würde ich gleich jemanden zu Ihnen schicken. Alles klar, dankeschön. Ciao, ciao. In welchem Zimmer liegen Sie? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, dann. Moment, dann schaue ich mal ganz kurz. Alter, warum soll ich das wissen? Brent Deering, war das richtig? Korrekt, genau, ja. Alles klar. Gut, dann schicke ich gleich jemanden zu Ihnen. Dankeschön. Ciao, ciao. Gerne. Au revoir. Ober. So, ich würde sagen, wir legen uns mal direkt wieder hin. Rücken liegen. Oh, wow, ich habe mich mal richtig perfekt hingelegt. Bisschen stolz bin ich ja schon auf mich. Ah, okay, das geht. Ich hätte jetzt erst Sorge, dass die Animation direkt wieder abgebrochen wird. So, dann schaue ich mal eben. Ja. Dann. Warten wir mal wieder, ne? Ach ja. Also muss man echt sagen, gestern der Abend, der war echt richtig speziell. Speziell aber im positiven Sinne. Ich habe schon so überlegt, kann man da vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr rauskitzeln? Aber ich dachte mir so, nee, komm. Man muss es jetzt nicht übertreiben. Ich nehme das jetzt alles so, wie es kommt. Und ich habe so überlegt, mache ich jetzt noch einen von wegen so voll auf Trauma oder so. Na, so die Gedanken, die man halt hat, so das komplett auszuweiten gefühlt, aber nee. Nee, nee, nee. So schlimm ist jetzt auch nicht. Ich habe sowieso immer viel zu viele Gedanken. Aber gut. So bin ich halt manchmal. Was auf jeden Fall kommen wird, ist Innendienst. Das definitiv. Und ich hoffe nicht allzu lange. Ich hoffe wirklich inständig, dass es nicht so lange Innendienst ist. Da bin ich ehrlich, weil das schwierig. Einfach nur schwierig. Aber gut. Ich meine, Innendienst kann man ja trotzdem eigentlich viel machen, ne? Indienst bedeutet ja nur, du bist aktiv nicht draußen. Du kannst ja trotzdem zum Beispiel jetzt den Fall, ne, mit Flyweeds könnte ich ja trotzdem anfahren und Gespräche führen. Das kriege ich ja noch hin. Das ist ja immer noch Innendienst. Ne? Aber gut. Wir gucken einfach mal. Und lassen uns überraschen. Ich habe ja sowieso schon wieder viel zu viele Gedanken. Das ist auch so ein Problem von mir. Ich male mir schon 20.000 Szenarien aus
Und dann zu merken, lass dich doch überraschen. Naja. Was will man machen? Moin Moin. Ja, ein wunderschönen Benny, hallöchen. Ja, David wurde umgefahren, Kollege. David wurde umgefahren und ja, gab es gestern eine ganz wilde 1060 und die 1060 wurde dann gestoppt, dann war eine 1060 zu Fuß, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, hatten während der 1060 noch ein ziviles Fahrzeug, was sich mit angeschlossen hat, wahrscheinlich so Homies von denen, die wir verfolgt hatten. Ja, und das Fahrzeug, was halt so einfach dabei war, sag ich mal, als ich hinterher rennen wollte den Jungs, hat mich das Auto einfach voll mitgenommen. Komplett weggescheppert. Ah, war schon nicht ohne. Hatten gestern Abend dann eine sehr interessante OP noch und so. Das, ja, dementsprechend liege ich hier. Aber alles gut, grundsätzlich. Also, ich sag mal so, die Wunderwaffe Voltaren wurde wieder rausgeholt. So ist nicht. Die gute alte Wunderwaffe. Wunderwaffe Voltaren. Unter anderem, ja. Unter anderem. Aber ja. Das ist passiert. Ich hab Hunger. Das ist ein Kack. Zumindest bei eben schon mal gegessen und getrunken, dann habe ich das auch schon mal hinter mir. Dann gucken wir mal. Manchmal könnte man auch sagen, MD ist so ein bisschen Wartesimulator. Wartesimulator für Fortgeschrittene. Schön. Ach ja. Jetzt fängt auch an, meine Nase jetzt zu jucken. Ich hätte jetzt gerne diese Fahrstuhlmusik. Dim, 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 dim. Aber die habe ich leider nicht parat. Wissen die überhaupt, dass du wach bist? Ja, ja, natürlich. Also komm, Benny. Also komm. Also jetzt musst du aber meine Intelligenz hier nicht in Frage stellen, ja? Also so doof bin ich jetzt auch nicht. Natürlich habe ich angerufen. Klar, ich lege mich hier hin und die müssen wissen, dass ich da bin. Well, that doesn't work so fine. Also, bin ja echt nicht doof. Manchmal bin ich ja doof, da gebe ich ja zu. Aber so doof dann auch nicht. Ich finde das ja sowieso wild, dass du halt wirklich anrufen musst. Also, anders geht's nicht, ist mir schon klar. Aber es ist halt wild, dass du wirklich anrufen musst, sagen musst, yo, ich bin da. Gut, ich glaube, beim Koma-Patienten läuft er dann sowieso nochmal komplett anders. Ich glaube, da musst du im Support sagen, um die und die Uhrzeit gehe ich online. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ach so, wusste ich ja nicht. War nie im MD. Diego war halt gut. Ja. Weißt du, ich habe mich auch extra vors Auto geschmissen, ne? Ich habe das Auto nicht mal mehr gesehen. Es war nicht mal mehr in meinem Augenwinkel. Guck dir das VOD an. Dann siehst du A,
es war alles sehr hektisch und schnell. Und B, das Fahrzeug hast du nicht gesehen, weil es halt schwarz war und es war halt dunkel. Und es war halt nicht in meinem Augenwinkel. Und der hat halt komplett durchgebrettert. Oh. Einen wunderschönen. Hallöchen. So naja, wunderschön, aber ja, ach, sie wieder. Ja, Mensch. Hallo. Ein wunderschön. Ah, ja, schon mal ein bisschen besser, ne? Okay, also, wie war die Nacht? Uff. Haben Sie Schlaf gekriegt und Sie wach geworden? Ja, Schlaf gekriegt habe ich schon. Ja, hin und wieder wach geworden von den Schmerzen immer noch, ne? Aber ansonsten, ich hab das okay. Gefühl, ich habe immer wieder von dem Abend gestern geträumt. Das war ein bisschen wild. Okay, das kann ich mir vorstellen. Sollte das weiterhin so sein, ne, dass Sie so nachts irgendwie wach werden oder den Unfall immer wieder durchleben, dann melden Sie sich gern bei uns. Ne? Dann können Sie auch mal mit einem Psychologen darüber reden. Die haben da gute Tipps, Bewältigungsstrategien oder so. Ne? Nicht, dass Sie da irgendwie ein bisschen länger an dem Trauma nicht überwältigen. Nee, machen Sie nicht. Versprochen. Da bin ich ja beruhigt. Ja, mit Ihrer Kompetenz, aber gut. genau. Nee, aber jetzt mal im Ernst, ne? Wenn Sie da weiterhin Probleme mit haben, gerade im Schlaf oder so wach werden oder das irgendwie immer wieder vor Augen haben, dann melden Sie sich dringend bei uns. Ne? Nicht, dass es dann irgendwie so eine posttraumatische Belastungsstörung oder sowas wird, was sehr gut sein kann. Ne? Kriegt man da auch Briefe oder? Entschuldigung. Briefe? Ach so, für die posttraumatische. Ich kann Ihnen da gerne einen Brief schreiben, wenn Sie das möchten. Okay. Haben Sie dann Ihre Frau gestern noch erreicht? Ich habe ihr nur kurz eine Nachricht geschrieben. Also, okay. Ich habe kurze Wege im Mittelfeld genommen, wissen Sie. Ja, alles gut. Ich meine, Sie waren ja auch ein bisschen unter Drogen in dem Fall und müde und geschwächt. Dann, glaube ich, hat sie auch Verständnis dafür. Okay. Genau, ich habe gesehen, die Tagschicht war heute schon bei Ihnen drin, hat so ein bisschen Wundkontrolle gemacht, geschaut, wie so Ihre Vitalwerte sind, da ist alles in Ordnung, da ist nichts Auffälliges dabei. Nice. Ich schlage vor, wir machen jetzt Folgendes. Ich möchte gerne nochmal über die Prellungen rüber gucken im Beckenbereich und in den Oberschenkeln, inwieweit die aussehen. Wird da auch nochmal Voltaren raufgeben, beziehungsweise das kann mein Kollege auch machen. Voltaren! Und dann die Wunden am Rücken nochmal anschauen, wie gut die sich jetzt gemacht haben nach einem Tag. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal aufzustehen und schauen mal, wie das damit aussieht, ob sie gutes Gefühl überall wieder haben, die Stabilität wieder haben, genau, ob sie gut laufen können, ob sie noch Unterstützung brauchen in Form von Unterarm-Gehstützen oder wie auch immer. Mhm. Ne? Genau, das ist der Plan. Und wenn das alles gut ist, dann können wir sie auch nach Hause schicken, wenn sie das möchten. Nee, ich möchte für mein Leben lang hier drin liegen bleiben. Ich mag das auch hier, man hat den Rundum-Service, ne? Ständig kommt jemand rein und guckt, fragt, wie es einem geht. Warum nicht? Die Betten sind jetzt nicht die bequemsten und die TV-Auswahl ist auch nicht gut, aber... Ja, da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, das stimmt, ja. Aber dafür haben sie eine gute Aussicht. Also. Das ist wohl wahr. Und es ist nach Norden, oder? Sie sehen da so ein bisschen Berg. Ja, doch, in der Tat, ja. Also Observatorium, glaube ich, sieht man da hinten. Okay. Ja, genau. Sehr gut. Okay, dann haben wir einen Plan. Dann, genau, gucken wir jetzt einmal auf die Prellungen im Beckenbereich und an den Oberschenkeln. Und dann schauen wir mal hinten. Wie sieht es gerade aus mit Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Boah, so bei 4 noch so in dem Bereich, 4, 5. Okay, perfekt. Dann gebe ich Ihnen nachher noch ein paar Tabletten mit für zu Hause, dass Sie das dann entsprechend auch unter Kontrolle bekommen. Okay. Ja, ich kriege mich ja selber schon nicht mehr unter Kontrolle. Ja gut, auch da kann ich die Psychologen... Nein, Quatsch. Okay. So. Schön. Ja. Muss ich gerade überlegen. Der Humor von David stirbt nicht. Ich weiß gar nicht, wie mein Training verloren. Heißt. Oh. Mason, kenn ich. Mason mit Nachnamen, oder? Ja. Okay, und Vorname Alex? Moin, Wallenras. Hallöchen. Oh Gott, das ist schwierig. Ich habe auch Probleme mit Namen. Ich kann mir ja Gesichter und... Naja, den Namen kann ich mir jetzt sehr gut merken. Die Stimme kenne ich doch irgendwo her. Von daher sollte das hinhauen. Gut. Ich habe Namenprobleme. Sehr gut. Dann darfst du dir gerne einmal die Handschuhe überziehen und dann schauen wir uns mal die ich kenne doch die Stimme. An und zur Not, also werden dann wahrscheinlich noch kennt man die Stimme nicht? Auftragen.
Wotterin hier oben, oder? Ja, warte. Oder ist sie so ähnlich mit wem anders? Ich habe mir was eingesteckt, das kann ich dir gern einmal rüberreichen. So, bitteschön. Ah, okay. Die sagt mir was. Ich bin noch vorbereitet. Okay, dann würde ich sagen, zieh mal die Hose mal so ein bisschen runter und dann gucken wir uns das an. Ich zieh mir auch mal ein paar Handschuhe an. Nee, von ihm. Von ihm. Nicht von ihr. Nee, von ihr. Klar, die kennen wir von gestern. Schauen wir mal, welche Farbe uns erwartet. Ich tippe ja auf ein dunkles Lila. Ich nehme Regenbogenfarben. Oh, das kommt noch, aber das dauert noch so 2 Tage. Ist ja beruhigend. Dann vermischt sich so dieses Lila mit so ein bisschen Blau, Grün und dann wird es auch noch gelb. Also ist fast der ganze Regenbogen. Ja, einmal alle Farben bitte, ne? Ja, genau. Muss sich ja lohnen, ne? Wenn sie schon so einen Autounfall mitnehmen, dann doch bitte aber auch... Ja, wenn dann komplett. Ja, ja, richtig, genau. Richtig. Okay, so, Becken, ja. Ja, aber von der Schwellung her geht's. Man sieht halt die... Entschuldigung, wenn ich so zwischendurch stoppe, dann ist es der Funk. Ich glaube, Sie wissen, wie das ist. Ja, ja, ja. Alles gut. Genau. Ja, das ist aber... Das war zu erwarten... Genau, da können wir gut mit Voltaren arbeiten. Sehr gut. Will ich da schon mal ein bisschen Voltaren drauf? Ja, genau. So Voltaren. Die Wunderwaffe des MD-Lass. Ist auch nicht kalt mehr. Nee, die ist angewärmt, richtig. Die Farben nummerierst, dann hast du wir mal nach Zahlen. Ja. Auch gut. Schön. Ja? Bitte? Er möchte nicht mit mir reden, merke ich schon. Was, wir uns kennen, weil sie gesagt haben, wir kennen uns. Hä? Habe ich das gesagt? Ja. Hä? War ich nicht gemutet? Nein, dann... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht war das Missverständnis. Ja. Kann auch sein. Ja. Hä? So. Hä? Okay. Hä? Was? Dann habe ich es falsch verstanden. Dann tut's mir leid. Ach, alles gut. Also... Sie hatte das zu ihrer Kollegin gesagt, aber zu ihnen? Naja. Nun gut. Okay, er spricht im Delirium. Es kann sich in den nächsten Tagen gerade im Oberschenkel noch anfühlen wie Muskelkater. Ne? Weil die Muskeln sind natürlich entsprechend geschädigt. Die sind geprellt. Das heißt, da sind so kleine Blutgefäße drin. Die sind... teilweise geplatzt, deswegen ja auch der Bluterguss, ne? Das ist ja so ausgetretenes Blut, was so in Richtung Oberfläche vom Gewebe transportiert wird. Wie gesagt, Muskelkaterschmerzen sind der Wahnsinn. Diesem Fall dann tatsächlich zu erwarten. Was für ein Wissen die haben! Wundern, ne? Also auch beim Laufen das so kann das sein. Ich weiß nicht, krass. Ob sie schon mal irgendwie so einen Marathon mitgelaufen sind oder so eine längere Strecke Bergwanderung oder so, wo man danach ordentlich Schmerzen in den Oberschenkeln hat. So in etwa wird sich das anfühlen. Also ja, auch beim ich mache hin und wieder mal Sport, also... Da gewöhnt man sich ja so ein bisschen dran, ne? Ja, das stimmt schon. Ne? Nur, dass sie dann Bescheid wissen, was dann gleich passieren kann, wenn sie versuchen, die ersten Schritte zu machen. Mhm. Genau. So. Aber mit Voltaren sollte es dann auch besser werden. Da ist auch so ein kleines, also der ist, also die Salbe ist Entzündungshemd, ne? Das heißt, da sind ja jetzt sozusagen Gefäße und Gewebe kaputt gegangen und dann kann es auch immer mal Entzündungen geben. Aber da wirkt die Salbe natürlich auch gegen, ne? Das ist ganz gut. Also wollen Sie jetzt, dass ich wirklich ein Brand werde, oder wie? Nein. Natürlich nicht. Ich meine, sonst wird es mit dem MD hier ein bisschen kritisch. Oh, mein Wortwitz heute. Perfekt, genau. So, dann machen wir das soweit wieder fertig. Sehr schön. Mach hin und wieder mal Sport. Dann würde ich vorschlagen, im nächsten Schach, Schritt versuchen sie sich mal hinzusetzen. Ja. Kann ein bisschen ziehen im Rücken, ne? Da sind ja noch so ein paar Fäden drin. Und vielleicht auch vom Kreislauf her ein bisschen unangenehm werden in den ersten Momenten, aber... Okay, versuche ich es mal. Genau, vorsichtig. Genau. Kann sein, dass ihn gerade so ein bisschen schwindelig ist, aber das sollte auch gleich vergehen. Ja, ich merke, wie der Kreislauf gerade hochfährt. Mhm. Genau. Wollen Sie was zum Trinken oder so? Nee, danke, passt. Okay. Danke. Ich hatte gerade mir
noch kurz etwas gegönnt. Okay. Gut. Okay, dann schauen wir uns mal die Narben an. Bleiben die eigentlich, für immer? Narben, ja. Wow, cool, dann habe ich ja was zum Angeben. Also die werden Sie sehen, die verblassen natürlich mit der Zeit, ne, ist klar. Aber die werden auf jeden Fall sichtbar bleiben. Es sei denn, sie tätowieren und rüber irgendwie so. Das geht natürlich auch. Sollten sie halt nur nicht so schnell machen, ne? Die sollen erst komplett ausgeheilt sein, so ein bisschen verblassen und dann können sie auch entsprechend rüber tätowieren, wenn sie das möchten. Ach, Tattoo ist jetzt für mich so jetzt nicht so meins. Also. Okay. Nee. So, die sehen aber unauffällig aus. Die sind leicht gerötet, aber das ist normal. Ne? Die OP war ja auch gestern Abend erst. Genau, aber da ist nichts offen. Keine Entzündungsanzeichen. Das ist sehr gut. Dann machen wir mal ein neues Wundpflaster drauf. Und dann bin ich damit zufrieden. Wir sehen uns dann in 3 Tagen. Wann war die OP gestern? Heute, morgen, übermorgen wäre Donnerstag. Genau, am Donnerstag nochmal wieder zum Fäden ziehen. Also erstmal Wundkontrolle natürlich und wenn da soweit alles in Ordnung ist, können wir die Fäden ziehen. Ja, okay, ja. Genau, also sie können auch Freitag kommen, wenn Donnerstag unglücklich ist, ne? Aber so Donnerstag, Freitag sollten sie schon kommen, weil die sollen auch nicht irgendwie zu sehr verwachsen mit dem Gewebe, weil dann wird es nämlich anstrengend, die zu entfernen. Ja, alles klar. Wollen auch nicht, dass sie Schmerzen haben bei den Fäden ziehen. Genau. Weil das wird dann nämlich echt unangenehm. Irgendwoher kenne ich diese Stimme? Kommt hier mal hinten wieder runter. Sehr schön. Gut, was sagt der Kreislauf? Ja, Brechner ist hochgefahren und bereits im Start, würde ich sagen, ne? Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann können Sie gerne einmal zur Bettkante rutschen und die Füße schon mal runterbaumeln lassen. Ne? Dann kommt da noch ein bisschen mehr Blut rein. Der Kreislauf geht weiter nach oben. Und wenn sie dann soweit sind, können sie vorsichtig nach unten rutschen, halten sie sich aber bitte noch am Bett fest. Ne, wir sind oder auch an da. Mir. Genau. Ja. Also wirklich okay. Stück für Stück. Genau, und dann können sie gerne die Füße belasten. Das ist schon sehr belastend. Ja, für die das Füße sowieso nicht. Das ganze Leben, ne? Ja, naja, die müssen so viel aushalten. Ah, so. Also was sind so auf hin. Füße geworden? Ja, doch, man merkt das am Kreislauf. Weißt, es gibt keine Animation dafür, glaube ich. Deswegen, ich mache es jetzt so. Ich weiß nicht, ob ich das erkläre. Deswegen ja auch Stück für Stück langsam, ne? Damit der Körper sich so wieder an die Belastung gewöhnen kann. Okay. So, dann würde ich mal versuchen, schon mal na klar. Erste Beine zu drücken. Ja, wir sind da, falls irgendwas ist. Sind Sie da? Okay. Genau, halten Sie sich ruhig noch mit einer Hand fest. Wie ist so das Gefühl beim Stehen? Also, spüren Sie alles? Ich belagere gerade erstmal das Gewicht auf ein Bein, aber es ist, es fühlt sich doch irgendwie wackelig an, obwohl man das kennt, ne? Ja, natürlich. Nicht vergessen, da war ein Wirbel komplett kaputt und einer war, auch sehr angegriffen. Und die halten ja in der Wirbelsäule nun mal die Stabilität. Da laufen alle Nerven durch. Okay. Ja. Genau, also. Sie können auch gerne so ein bisschen nach vorne und nach hinten wippen und gucken, ob Sie das Gefühl im kompletten Fuß haben, also auch in den Zehen am Ende. Ja, meine Zehen spüre ich schon mal. Das ist schon mal beruhigend im Gegensatz zu gestern. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Beide sogar. Ey, das ist ja Fortschritt des Jahrhunderts. Okay, fühlen Sie sich sicher? Ich stehe jetzt mal gerade mit. Wie gesagt, Sie können auch gerne mal so 1-2 Schritte laufen, wir sind ja da. Ja, ich muss mich mal ein bisschen ans Stehen nochmal gewöhnen. Mhm. Ist erstaunlich, kaum liegt man mal so mehr, so wirklich so viel Zeit und dann steht man wieder und dann hat man das Gefühl, man muss das Laufen neu lernen. Ja, vergessen Sie nicht, Sie haben auch eine ganze Menge Medikamente intus. Ne? Also der Kreislauf hat zwar das meiste schon verstoffwechselt, aber trotzdem ist da ja noch ein bisschen was da. Wir haben auch viele Physiotherapien, also da. Ja, da machen wir sowieso, das sollten wir auf jeden Fall. Also ich werde Sie da auf die Liste schreiben, dann kriegen Sie einen Anruf von den Kollegen und machen mal einen Termin. Und dann wird da nochmal geschaut, wie das aussieht mit der Muskulatur im Rücken, ob man da noch ein bisschen stärken kann. Ich habe 4 Voltaren intus, ja.
Ja, so, versuche ich mal zu gehen. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mal einen großen Schritt, ja. Oh, ja, man muss sich echt ein bisschen dran gewöhnen, aber grundsätzlich geht's. Na perfekt, das freut mich. Übertreiben Sie es nicht heute und morgen? Ne, Dienst auf jeden Fall nicht. Also heute definitiv nicht. Morgen müssen wir mal gucken, wie es Ihnen vom Kreislauf her geht, Innendienst. Ne? Und den Außendienst verschieben wir aber auf jeden Fall mal bis nach dem Fädenziehen. Ja, alles klar. Ja. Ja. Okay. Okay. Gut. Ja. Na, das freut mich. Sehr schön. Ja, okay. Das ist. Fühlt sich, naja, nicht ganz richtig an, aber so halb richtig. Ja, wie gesagt, Sie haben auch noch die Fäden im Rücken, ne? Das zieht auch noch so ein bisschen im Gewebe und ja, Sie haben da auch Zement in den Wirbelkörpern. Ja, sehe ich genauso fallen lassen. Sie haben noch die ordentlichen Blessuren an den Oberschenkeln und am Becken, das ganze Zusammenspiel, na klar, dass es so ist wie vorher, das wäre verwunderlich. Gib mal deine Salbe wieder zurück. Ja, danke schön. Okay. Gut, haben Sie jemanden, der Sie abholt? Ja, ich rufe gleich die Kollegen an. Wie Sie sehen, ich habe ja noch mal Dienstequipment dabei. Ja, eben deswegen. Dann hätte ich gern noch mal von Ihnen, bevor wir Sie jetzt vorsichtig nach unten bringen, den Ausweis gesehen und die Krankenversicherungskarte. Aber klar doch, bitteschön. Sehr gut. Und einmal die Versicherungskarte. Das? Jawohl. Versicherungskarte, dann können wir das nämlich auch ordentlich abrechnen. War das im Dienst, ne? Ja, korrekt. Also es würde jetzt hier keinen Unterschied machen, aber gut. So, und einmal die Krankenversicherungskarte zurück. Vielen Dank dafür. Okay. Ja, ich danke Ihnen für Ihre unfassbar gute Arbeit. Was? Ich meine, hätte auch schlimmer ausgehen können, ne? Das stimmt. Und ich bin froh, dass das funktioniert hat, was wir uns da überlegt haben. Gut, damit haben sie mir jetzt irgendwie nicht Mut gemacht. Aber naja, hört sich an, als wäre ich so verdammt was Fußkaninchen gewesen. Nein, das nicht. Aber am Ende reagiert ja jeder Körper anders. Ne? Ja, und selbst wenn wir die Entlastung auf dem Nerven geschaffen haben, dadurch, dass wir den Wirbelkörper wieder instand gesetzt haben, hätte ja auch sein können, dass der Nerv noch trotzdem traumatisiert ist. Ne? Das hätte auch sein können, dass es ein bisschen länger gedauert hätte, dass es irgendwie so ein bisschen Reha nach sich gezogen hätte oder so. Das weiß man ja nicht. Ne? Man steckt ja nicht drin. So, wir machen das, was wir können. Und wenn das so gut funktioniert wie bei Ihnen, umso besser. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir langsam runter. Haben Sie noch irgendwas hier, was Sie noch mitnehmen müssen? Nee, ich glaube, ich habe alles. Ich gucke nochmal. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ja, gucken Sie nochmal das Kopfkissen. Ja, nee, ich habe alles dabei, das passt. Na, perfekt. Dann folgen Sie mal der Kollegin. Jo. Ich passe auf, dass Sie nicht rückwärts runter nach hinten fallen. Achso, genau. Ah ja, perfekt. Danke. Wir haben noch was vergessen. Moment, ich habe ja versprochen, Ihnen noch ein Rezept auszuschreiben. Haben Sie mir das versprochen? Naja, ich habe gesagt, Sie kriegen auf jeden Fall noch was gegen die Schmerzen für zu Hause. Achso, ja, stimmt. Ja. Deswegen, das machen wir mal lieber gleich, sonst vergessen wir das. Das wäre ja blöd, wenn Sie dann nochmal herkommen müssen. Geil, entweder Drogen. So, das war David der Vorname, ne? Korrekt, ja. Endlich wieder Drogen. Okay, geil. So, dann gebe ich Ihnen mal mit. Sie kommen ja übermorgen wieder her. Ich gebe Ihnen mal 6 Anvil mit. Das ist der Wirkstoff Ibuprofen. Der wirkt auch nochmal entzündungshemmend. Das heißt, es sorgt auch nochmal dafür, dass sich da wirklich keine Entzündung bildet. Und nimmt natürlich auch den Schmerz. Nein, ich kriege nur Pillen. So. Und es ist vor allem auch gut bei so Muskel-Gelenk-Geschichten, dadurch, dass ja die Oberschenkel auf jeden Fall noch in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist das auf jeden Fall das gute Medikament. So, genau. Das können Sie nämlich gleich vorne an der Leitstelle einlösen, dann kriegen Sie Ihre Tabletten und dann können Sie auch in Richtung Heimat sich abholen lassen. Jawohl, perfekt. Okay, na dann. Dann gucke ich, dass Sie mir nicht rückwärts fallen. Ja. Wenn Sie nach vorne fallen, dürfen Sie gerne mich als Rettungsanker nehmen. Okay, ja. Ja, bevor Sie sich noch mehr verletzen, das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir ja nicht. Wäre kontraproduktiv, das ist wohl wahr. Wie viel MG hast du?
Wie viel hast du ihnen da verschrieben? Eine 200er oder nee, mehr? Wir haben die 400er Tabletten. Und wenn jemand weniger kriegt, mehr, soll, dann gibst du halt entsprechend die Menge mit und die kann man zerbrechen sozusagen und doppelte Menge lässt du dann einfach zwei Tabletten nehmen, aber von der Dosierung haben wir die 400 Milligramm Tabletten. Du drückst. Ach ja. Genau, 6 Stück habe ich mitgegeben. Ich drücke. So, einmal. Ich zerbreche mich auch gleich. Bitte nicht, nicht das war nein, gestern kurz davor, ne? Nicht, nein, das wollen wir nicht. Wenn sie das doch vorhaben, dann sehen wir uns unten in der Pathologie das wieder. Auch da. Wollen wir doch nicht. Was ist die Pathologie? Helfen. Na, da, wo man hinkommt, wenn man nicht mehr atmet. Oh. Was durchaus passieren kann, wenn man sich selber zweiteilt. Ja. Das ist wohl wahr. Genau, und da möchte ich sie ungern wiedersehen. Das kann Gut. ich mir vorstellen. Genau, dann sage ich schon mal gute Besserung. Ja, wie gesagt, in 2 Tagen zum Fäden ziehen. Spätestens in 3 Tagen holen sie sich Tabletten noch ab und genau, schonen sie sich die nächsten Tage bitte. Ja, mache ich definitiv. Perfekt. Man will dann ja voll einsatzfähig sein, ne? Ja, wenn sie dann wieder gesundet sind, auf jeden Fall richtig. Ja, umso richtig. Mehr sie sich jetzt schonen, umso schneller geht's. Ja, das ist wohl wahr. Alles Perfekt, klar. Dann holen sie sich ihre Tabletten. Schönen Abend noch. Ja, für sie. Danke Ihnen auch, ne? Danke, ciao, ciao. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich würde gerne einfach ein Rezept einlösen. Das mal rüber, mal gucken, wer es fängt. Hm? Bitte? Dann werfen Sie es mal rüber, mal gucken, wer es fängt. Ah, okay. Nee, ich habe ein Lotto gewonnen. Ich sollte Lotto spielen. Schön. Wie geht's Ihnen so? Alles gut? Ja, wie geht's Ihnen? Ach ja, den Umständen entsprechend würde ich sagen, ne? Ich meine, ich lebe noch. Bin ich querschnittsgelähmt. Glaube, ist doch eigentlich beste Voraussetzung, oder? Das ist schon mal ganz gut, ne? Ja. Ach ja, aber die Bekanntschaft mit dem Auto zu machen, ist echt nicht schön. Also nee, das glaube ich. Empfehle ich Ihnen nicht. Das glaube ich Ihnen. Aber ich habe auch immer Glück. Ich habe von meiner Liste. Ich habe jedes Mal einen Verkehrsunfall mit einem Auto. Also jedes Mal, wenn ich im MD war, war es wegen einem Verkehrsunfall. Irgendwie habe ich da so ein Omen. Ja, geht's Ihnen denn mittlerweile wieder Perfekt, besser? Perfekt, dankeschön. Ja, soweit so gut, ne? Aber ja, man rappelt sich jetzt ein bisschen hoch, ne? Aber nein, es geht ja bergauf. Man muss ja optimistisch sein, nicht pessimistisch. Eben. Na dann noch gute Besserung. Ja, danke Ihnen. Ne? Dann Ihnen schönen Abend. Ach so. Ja, ebenso. Danke. So. Schalte Funk ein. So. 03 1020 Patty's Eyes Community Policing. Da, wo man hinkommt, wenn man nicht mehr atmet. Biotonne. Biotonne. Schön. Ja, die Biotonne, klar. Wer kennt sie nicht? Schön. Aber ich kannte den Typen. Allein sein Verhalten an sich. Also so wie er war. Irgendwoher kannte ich ihn. Irgendwoher, das triggert mich, echt. Der war nämlich auch mal im PD, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Mason hieß der nicht, das ist glaube ich der gleiche Spieler, aber ein anderer Charakter. So ist jetzt egal, ich meine, spielt keine Rolle, aber das wurmt mich jetzt ein bisschen schon. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Oh, ich weiß nicht mehr. Also doch, Bix, nee, in der Tat nicht. Nein, das war damals, Der war damals auch im SD. Warte mal. Den müsste ich eigentlich hier drin haben. Warte mal. Machen wir den?
Balulal? Nee. Habe ich die nicht eingespeichert? Habe ich nicht eingespeichert? Julian Mason? Nee. Drumsetter? Auf jeden Fall war es ein ehemaliger S-Dealer, der irgendwas mit A oder so war, hieß der. 4, 3, 5, 20, ja, das war einer, der hat auch so... was hat nicht? Nicht Legasthenie, Quatsch. Nee, der hatte irgendwie Leserechtschreibschwäche oder so ein Scheiß. Entschuldigung. So ein Scheiß wollte ich jetzt nicht sagen. Aber der Typ war das. Das war auch ein ganz spezieller Charakter. Ah, aber ich komme echt nicht auf den Namen. Aber jetzt habe ich die Verbindung. Daher kenne ich ihn und daher kenne ich auch die Stimme. So, ich habe endlich die Verknüpfung. Geil. Sehr schön. Gut, jetzt aber zum Business. Turner hat Leitstelle, dann rufe ich den mal an. Gut gemacht, Sherlock. Ja, danke. Turner. Turners Nummer nicht eingespeichert. Ah, reden. Mr. Buendewing. Mr. Sender, hi. Na? Wie geht's dir? Ach ja, könnte besser gehen, ne? Ich meine... Ah, das glaube ich. Richtig, Funkcheck? Wir waren gestern Abend noch bei dir und da wurde uns gesagt, dass die OP vorbereiten für die Wirbelsäule bei dir. Ja, da mussten sie leider ran. Die PD 68 sind zwei Wirbel weggebrochen. Die Staatsanwaltschaft in Befragungen kommen. Ja. Aber Glück im Unglück, oder was? Ja, so ungefähr. Ich kann wieder relativ gut gehen, aber naja, lässt auch zu wünschen übrig, ne? Ja, das glaube ich. 504 aktiv. Das war wild. Check. Ja. Ich habe auch jedes Mal so viel Glück, dass ich immer im MD bin, wenn ich ein VU habe. Immer. Beim letzten Mal war es eine VU, dieses Mal war es eine VU. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Omen, was ich glaube ich mittlerweile starte. Oh Mann. Ja, könnte Besseres geben. Ja, das glaube ich dir. Ja. Naja. Sag mal, bist du noch im Dienst? 99, ich bin im Dienst. 10, bei der Höhe okay, Parkhaus. Kannst du mich abholen? Und hier reiche das FD nicht. Das kann ich machen, ja. Feuerlöscher mit. Okay, cool. Guck mal, ich habe jetzt gerade die Leitstelle abgegeben, weil mir das hier zwei Tage nacheinander zu viel wird. 3 wird sich anschließen. Ja, ist ja gut. Ja. Scheiße, wir haben tatsächlich... Oh. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Wir haben zwar nur zwei Einzelstreifen draußen. Ja, aber gut, irgendwie muss ich hier wegkommen. Ich habe noch mein ganzes Dienstequipment. Genau. Ne? Also alles gut, ja, fahr alleine runter. Ja, ich hol dich gleich ab, ich komme nicht runter. Alles klar, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ciao, ciao. Jack. So, dann... Ja, ich befinde mich auf der Kreuzung Richtung Mixing Tower. Kann ich mich hier hinsetzen? Ich habe irgendwie Angst, wenn ich das jetzt mache. Okay, das geht nicht. Huh! Nein! Stop it! Please! Stop it, please! Get some help! Eieiei. Huch? Nein. Ah ja, richtig. Es gab ein neues Update. Oh. Huch. So. So. Eigentlich können wir die Dramatic Music ja jetzt auch mal beenden, ne? Beste Sitzposition ever, ja. Vor allem, wenn die MDler jetzt aufgepasst hätten, hätten sie gedacht, oh, ist er jetzt irgendwie zusammengebrochen. SD20 vom Check. Aber gut. So, neue Musik, Leute. Wir nehmen jetzt so wieder vernünftig, also was heißt vernünftiger? 403, 1020, rotes Parkhaus. Check. Ja, direkt wieder ab in die OP, ja, aber sowas von. 538 aktiv Richtung MD. So, hier. County Musik, auf geht's.
Einmal County, immer County, ne? 4, 10, 20, Grab City, so. Check. Benny, bist du noch da? RP-Frage, darf man nur einen Char spielen? Ja, ja, darf man. Man darf nur einen aktiven Char spielen, es sei denn... Gut, du kannst eh nicht mehrere gleichzeitig spielen, das geht ja sowieso nicht, das ist ja schon technisch nicht möglich. Aber du kannst einen Event-Char haben, musst aber dann dein Haupt-Char dann, ja, das heißt, ich in Urlaub schicken oder sowas. Ne? Das heißt, für den Zeitraum, in dem du den Event-Char, sag ich mal, erstellt hast, gehen wir jetzt mal, was weiß ich, keine Ahnung, für einen Monat aus. Dann kriegst du den für einen Monat, musst aber dann für einen Monat dein Haupt-Char dann beiseite legen, sozusagen. Dementsprechend kannst du immer nur einen Char spielen. Du kannst nicht immer zwischen mehreren Chars dann wechseln. Das ist nicht erlaubt. Du, Benny, wie spontan ist deine Spontanität? Nur vorsichtshalber. Ich weiß nicht, was jetzt gleich noch abgeht. Aber wenn nicht viel abgeht, dann könnte man Plan B vielleicht ins Auge greifen. Die Leitstelle mit einer Information. Es ist ja noch früh. Alle Officer im Innendienst, sofern Sie nichts Wichtiges erledigen haben, lassen Sie sich bitte am Leitstellentresen eintragen. Wir haben aktuell zu wenige Kapazitäten draußen auf der Straße. Leitstelle Ende. SD90 Funkcheck. Check. So. Melden wir uns mal an, ne? Plan B. Gleich flöten Schnitzkurs. Ja, genau. Richtig. Hallo, Frau Howell. Oh, ja, den Umständen entsprechend würde ich sagen, könnte besser gehen, aber ja, man lebt noch. Können Sie jetzt nur Innendienst machen? Das ist korrekt, ja. Also nachdem hier zwei Wirbel gebrochen sind, beziehungsweise ich glaube sogar weggebrochen, so ich das verstanden habe, ja. No. Der Sender hat mir schon erzählt, er hat ein bisschen schlechtes Gewissen, dass er sie nicht mitreißen konnte, als er aus dem Weg gesprungen ist. Ach nein, da soll er sich keine Gedanken drum machen. Also was heißt schlechtes Gewissen? Er hat halt gesagt, er konnte sie halt nicht mitreißen, nur sie hätten es geschafft. Ja. Also er. Ja, ich verstehe schon. Ja, soll er sich keinen Kopf machen. Aber ja, war schwierig, ne? Also ich meine, ich habe das Auto auch nicht mehr so richtig im Blick gehabt, ne? Das war dunkel, Auto war schwarz, ich hatte es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt bei unserer Verfolgung mit dabei war. Und auf einmal kam es dann, so, ja, da kann man nicht viel machen. War es ein PD-Auto von uns? Nee. Also von, okay. Ja, das war also halb so schlimm. Schwierig gewesen. Ja, schon. Na gut, ich sag mal so von den Verletzungen her, ne, es macht keinen Unterschied, denke ich, aber trotzdem. Ja, nee, wenn es die eigenen Kollegen waren, ist ja schon ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt. Okay, Benny, perfekt. Dann hoffe ich, dass es Ihnen bald wieder besser geht. Ah ja, man muss jetzt halblang machen und schauen, wie es sich entwickelt. Ja, noch schöne Grüße vom Mr. Alice und Herr McTavish, der hat direkt schon so gesagt, oh, Brent Deering ist wieder da. Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich brief ja. Die mal. Ja, ach, ja, gerne, machen Sie das. Okay. Besten Dank Ihnen, ne? Dankeschön. Gerne. Dann, und, ja, bis später mal, ne? Jo, tschüss. Ciao. Oh, das fand ich jetzt irgendwie süß. Oh, das ist lieb, ich habe ein SO. Ah, das ist so geil. Verdacht, 10, 20 MD. Das finde ich so geil am MD. Am SO. Du merkst einfach diese Verbundenheit. Das ist so geil. Ach, ja. Die SD 87
setzt hier 5185. Das ist Korrektur 5151. Hallo. Hi. Check. Ah, gut, diese frische Luft hier, ne? Tut gut, ne? Ja, 1-1 aktiv. Oh ja, und vor allem wieder den Hut tragen. Check. Ah. Oh, mein Rücken, ey. Leckt mich am Arsch. Ja, das glaube ich dir. Das war schon... Sah nicht so unspektakulär aus, oder? Nee, nicht so wirklich. Oh Mann, ey. Oh, dieses Telefon heute, ne? Es nervt so. Ja, kenn ich. Hallo. Ja, dafür haben wir noch den Funk, aber klar, kannst du machen. Das finde ich auch schön. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ciao. Das finde ich einfach schön. Ja, supi, danke, ciao. Du klingst genervt. Ja, und zack, und schon wieder die nächste SMS. Dave hat richtig Bock, Alter. Ah, schön. Ja, so ein bisschen. Aber so also kann jetzt keiner was für. Aber es ist so alles auf einmal. Ich hatte bis vor 20 Minuten sogar noch die Leitstelle vom PD gehabt. Ah, ja, guck mal. Aber ist ja, das finde ich ja richtig schön hier. Boah. Ich, warte mal kurz, Telefon. Ach, Mensch. Hallo, Rebecca. Nein. Byrils war noch nicht da. Ja. Aber es ist generell sehr ruhig. Also, wenn ich dir einen Tipp geben kann, komm heute auch nicht mehr in Dienst. Die PD 97 und die PD 29 wäre einfach bereit am Ende gekommen. Ja, Check, Leitstelle kümmert sich. Ja. Komm. Check somit PD 29 Ende. Nee, ich bin gerade ich habe gerade David abgeholt. Check. Ja. Ja, er sieht scheiße wie immer aus, aber er kann wieder laufen. Ach, leck mich. Ja, richte ich ihn aus. Mach ich. Da wird er sich freuen. Check. Ja. Die PD 70 für die Leitstelle kommen. 502 Stoßstange. Ja, alles klar. Du weißt aber, dass ich nach Palito muss, ne? Nee, weiß nicht. Ja, okay. Dann weißt du es jetzt. Ja. Nee, alles klar. Gut. Da kümmere ich mich drum. Schreibe ich mir gleich auf meine lange Liste mit auf. Obwohl, inzwischen ist es ein Buch. Ja, mach ich. Schreibe ich mit auf. Alles klar. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ein Buch, ah ja. Alter, hör bloß auf. Ich bin gleich, glaube ich, auch wieder außer Dienst. Das ist mir heute so anstrengend. Ich meine, wenn du jetzt mal ins Streifenblatt guckst, siehst du ja, glaube ich, selbst, was hier los ist. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Nach Palito, ne? Ja, korrekt. Ja, siehst du, dann sind wir ja schön... Der falsch. Chief ist ja wieder da. Ja. Ach ja. Aber fand ich eine schöne Geste, dass ihr das im Streifenblatt eingetragen habt. Ja, Trampley haben nicht gestern noch gemacht, gleich sofort. Natürlich. Ah. Dankeschön. Ich wollte heute auch eigentlich noch dich vorbeikommen und dich besuchen, aber ich habe es leider echt noch nicht geschafft. Wir waren gestern, wie gesagt, auch noch da. Na, ich finde, das gehört sich so. Ne? Und wenn man sich gut versteht, gehört sich das, finde ich persönlich, noch mehr. Aber, ja, es ist ja schon wieder hier. Ja, ich bin ja hart im Nehmen, ne? Genau. Der Sergeant und kein Deputy 3, da muss man das abkennen. Ja, sowieso. Ja. Aber du musst jetzt erstmal ein bisschen auf die Bremse treten, oder was haben wir jetzt? Ja, Innendienst. Ja, wie lang? Definitiv bis Donnerstag. Ach, schön. Ja, Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wie ich kann, aber ich denke mal Donnerstag ist Fäden ziehen und dann müssen wir gucken. Mhm. Okay, darfst du dann auf dem Bürostuhl sitzen oder musst du auf so einem Hüpfball sitzen? Das wäre witzig. Ich würde dir das mal vortreten. Ach, ja. Dann nehme ich meine Les Lethal und baller dich um, ey. Du weißt, was das Schöne ist? Dann ziehe ich meine und baller dich um. Oh, hast du jetzt auch, ey. Ja, warum fährst du jetzt trotzdem nach Sandy? Fahr ich gar nicht. Ach doch.
Nein, fährst du nicht, hast recht. Nein, weiß nicht. Gut, nur das Schild hier hast du gesehen, das hatten sie sauber gemacht. Ja. Mensch, deswegen so viel verändert sich innerhalb von einem Abend. Oh Mann. Ja. Hey. Habt ihr alle gekriegt gestern? Bis auf einen, ja. Ah, cool. Und ja, was ich ein bisschen uncool fand, der dich angefahren hat, mitgenommen hat, wie auch immer. Es war ein großes Durcheinander. Ich glaube, den haben sie tatsächlich wieder gehen lassen, nachdem sie seine Personalien aufgenommen haben. Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Ja, wieso? Und wir können ja immer noch hinterher das Strafmaß machen. Also ja, aber auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du dich da noch gut dran erinnern kannst, durch die Weinberge und so, wir sind mit 4-5 Streifen dem hinterhergefahren, wie eine Kolonnenfahrt. Da kann ich mich dran erinnern. Der Verfolgungsjagd war ziemlich interessant. Ja. Das darf man nicht so weit kommen lassen. Ne? Wir hätten uns diese ganze Scheiße, ich meine mit dir, wir hätten jetzt echt Glück im Unglück, es hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, ich hatte ja kurzzeitig meine Füße gar nicht mehr gespürt abends gestern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Brand auch gestern gesagt, wir müssen aufhören mit diesen Milch-Ubi-Verfolgungsjagden. Du siehst, was draus passieren kann, ne? Wir hätten öfter einfach nur ihn leicht pitten oder so. Man muss ja nicht direkt volle Kanone so leicht einfach zum Schleudern bringen oder so. Genau. Und dafür haben wir vorne den Bullenfänger und alles. Und was wissen wir die Dinger nicht? Ich glaube, wir haben jetzt genug Beispiele alle erlebt, was aus so einem normalen Shop-Raub werden kann. Gibt genug Situationen. Richtung Grove Street fahren oder wohin auch immer, ne? Da gibt es also, ja, wie du selber sagst, genug Situationen, wo wir eigentlich hätten schon daraus lernen müssen. Aber vielleicht wird daraus ja mal gelernt und etwas verändert. Ja, oder angepasst. Mal schauen. Hat Trampley gestern mit dir noch gesprochen? Oh ja. Und? Bis 4:07 Uhr. Okay. Das war mal wieder so eine schöne Streife. Wir hatten dann irgendwann die ganze Insel. Er hat mit mir gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Das finde ich gut. War das Thema durch und ich freue mich auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit dir. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja, nicht nur du. Also wir können auch schon direkt starten, so ungefähr. Genau. Und wenn Vicerek noch dabei ist, das finde ich auch cool. Keine Ahnung, ob es da ein Training für gibt. Jetzt ist, aber wäre auch ganz schlau. Auf jeden Fall finde ich schon mal geil, dass wir beide dass ich damit unterstützen kann. Ne? Ja, die Taskforce wird mal wieder so mein Baby wahrscheinlich. Das ist cool, genau. Wie damals Bewährung. Ja, bin ich gestern schon in die Gruppe eingefügt worden. Ja, ach, du bist das gewesen. Ich habe deinen... Ja. Moment. Warum steht da eigentlich eine... mich nicht doch gespeichert? Eigentlich schon. Aber da wird immer nur reingeschrieben, dass da eine Nummer hinzugefügt wurde. Aber nie... Das ist ja total dämlich. Ja, das ist also nicht dämlich. Da wird halt nur die Nummer reingeschrieben und nicht, dass man es schon eingespeichert hat mit dem Namen. Das ist total komisch. Okay. Muss man nicht verstehen. Aber gut. Naja. Man muss das nicht verstehen. Nee. Du gehst jetzt aber außer Dienst, ne? Und ruhst dich heute aus, oder? Ja, doch. Das macht am meisten Sinn. Mache ich Donnerstag Fäden ziehen und dann können wir uns, wenn du Donnerstag da bist, vielleicht dann danach. Ich bin Donnerstag da, ja. Können wir machen. Können wir uns dann zusammensetzen und das dann besprechen. Schaffst du es, runterzufahren mit Motorrad, oder? Ja, ich denke schon. Ja, ne? Wenn nicht, dann rufe ich dich nochmal an, aber alles gut. Genau. Alles klar. Machen wir das so. Okay, warte, dann trage ich mich eben aus, damit ich hier nicht noch drin bin. So. Perfekt, dann dir noch einen schönen Abend, ne? Danke dir fürs Abholen. Ja, hier weiter eine gute Besserung. Immer wieder gerne. Danke. Wir sehen uns, ne? So machen wir das. Bis denn. Bis dann, mach's gut, ciao. Ciao. Ach ja. Ja, früher gab es mal eins, aber das wurde abgeschafft, weil es so riskant war. Ja, genau. Deswegen sage ich ja bei niedriger Geschwindigkeit, ne? Ach ja. Guten Abend. Hier
03. Hallöchen. Hey. Wie geht's Ihnen? Ach ja, den Umständen. MD. Was war los? Ich hatte gestern ein Zusammentreffen mit einem Auto, was mich näher, eine nähere Bekanntschaft mit mir machen wollte. Ein Auto? Ja, ein Auto, richtig. Okay, so auf richtig. Wir hatten eine 1060, die 1060 hatten wir gestellt. Dann sind die weggerannt. Ich wollte hinterher, da kam ein anderes Fahrzeug von denen anscheinend irgendwie, noch so ein zweites, und hat mich voll mitgenommen. Ich habe das Gefühl, ich bin durch die Gegend geflogen wie sonst was. Ja, dementsprechend habe ich zwei Wirbel, die durch sind. Okay. Und ziemlich starke Schwellung am Beckenbereich. Ja, ich mein, könnte besser sein, ne? Hätte ja auch, aber auch bestimmt schlimmer enden können. Das ist grundsätzlich richtig. Ich hatte am Abend gestern nicht mal mehr meine Füße gespürt. Also. Ach, ja. Und heute gleich wieder in den Dienst. Nein, ich bin ja oben, ich bin ja im Dienst, war es ja alles. Ich habe ja meine ganzen Sachen ja nur noch an. Die Leitstelle informiert. Ich gehe jetzt außer Dienst. Also, alles gut. Heute mache ich nichts, definitiv nicht. Bin ja nicht verrückt. Ich denke ja ein wenig an meine Gesundheit. Meint man manchmal nicht so, aber... Auch, das muss man schon hören. Ja. So, ist sonst irgendwas passiert, was ich noch wissen müsste? Nö. Ich glaube nicht. Ich bin auch erst seit ein paar Minuten da. Ach ja. Gut, dann ich bin ja ausgetragen. Hallo Leitstelle. Ja. Wow. Hast du jetzt aber lange überlegt für das? Okay. Check. Nee, ich habe eine Akte von der Stadt gekriegt. Ich wollte erstmal gucken, was das ist. Schönen Abend noch, ne? Ja, auch so. Danke. Ist die 90 meldet sich ab. So. So, ich kann auf jeden Fall schon mal, dass man die essen muss. Das ist so lustig. Ja, dann, Benny, halt dich schon mal bereit, ja? Für alle anderen? Wir switchen gleich. David muss sich ausruhen. So. Wohin switchen wir? Auf welches? Ach komm, Benny, dass ich dir das jetzt sagen muss, ne? Das ist schon eine Beleidigung. Dreimal dürft ihr raten. Dreimal. Beim ersten Mal sollte es einfallen. Ja, Pippi und Tina, genau, korrekt. Mhm. Ja, ich bin stolz auf euch. Ihr habt es wie immer hingekriegt, mich zu broken. So. Jetzt bin ich schon wieder meine alten Sachen nicht losgeworden. Ach, leck mich doch. Naja. Wir haben mehrere Projekte. Ja. Ah, nein. Die 7-Tage-Woche, weißt du? Hallöchen. Ach ja. So. Ich glaube, das reicht ja, ne? Ach ja. Bin schon am Laden. Perfekt. Wunderbärchen. Ah, 7-Tage-Woche, natürlich. Forest. Ja, klar.
Richtig. Du hast es erfasst, Valendras. So. Genau. Ja. Sehe ich genauso. Gerade eine Schmerzpille reingehauen. Dann kann man Motorrad fahren. Geht schon. Dann wärme ich mich schon mal auf. Ja, wärm dich mal auf. Ich habe Angst. Schön. Ah, da hast du es direkt real. Ah, fertig. Ja. Gut, aber wir müssen David halt jetzt erstmal schon dementsprechend ja, passiert heute nichts. Was soll ich groß machen, ne? Die fahren wohl zu reden. Schön. Ah, herrlich. Ah, herrlich. Aber ich finde immer noch, und das möchte ich jetzt nochmal erwähnen, ich finde den Zusammenhalt im BCSO einfach bombastisch. Ich liebe ihn einfach. Und das kann man echt nicht oft genug sagen, ne? Es ist schon, es ist nicht selbstverständlich, wenn man sich im Funk anmeldet, dass direkt sogar eine Rekrutin, ja, eine Rekrutin anruft. Ja. Wäre im PD nicht so. Also vielleicht wäre anders jemand nahestehen würde, aber kein Rekrut. Also, ich weiß es nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich sag's, wie es ist. Ich finde den Zusammenhalt echt schön. Ich finde den echt schön bei uns im BCSO. Das macht dann schon Spaß. Das macht dann echt schon Spaß. Und das gibt so ein Gefühl, das gibt David auch so das Gefühl, ja, er gehört da dazu und er ist wichtig. Er ist wichtig. Er ist nicht einfach so ein No-Name-Typ oder so, sondern die Leute sind ihm halt wichtig und andersrum genauso. Eigentlich meinte ich eher andersrum und dann sind die Leute mir auch wichtig. Ihr wisst, was ich meine. Ich rede schon wieder ganz viel Schluss. Aber ich habe es mir fast gedacht, dass heute nicht so viel RP kommt. Aber wir haben zumindest eine Stunde gemacht. Eine Stunde RP. Man muss es ja positiv sehen, ne? Achso, ich dachte, das hätte ich schon auf. So, jetzt bitte noch ein VU, bitte. Würde ich mich sehr freuen. Ach, schön. Aber wir haben mal die Versicherungskarte endlich mal ausgenutzt, Leute. Wir haben sie mal genutzt. Und dann auch noch im vollen Maße. Wir haben sie mal genutzt. Wir haben eine Versicherungskarte und wir werden sie benutzen. Also ich finde, das mit den Versicherungskarten ist einfach echt Gold wert, ne? Boah, boah, Lex. Boah.
So, dann haben wir es doch heile nach Hause geschafft. Dann, ja Leute, bedanke ich mich in dieser Aufnahme. Ich glaube, jetzt ist eigentlich sonst nichts mehr passiert. Nö. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit in dieser Folge. Ist halt, wie gesagt, sehr, sehr kurz gewesen. Aber gut, was soll ich sonst mit David machen? Na, so viel kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Außer ihn halt nach Hause schicken und ins Bett legen und auskurieren. Mehr würde man halt auch nicht machen in Real Life. Dementsprechend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao, ciao.